Hallo zusammen, ein neuer Monat, eine neue Goodiebox. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich die dreimal bestellt habe. Mal gucken, ob es bei den dreimalen bleibt. Aber mit der ersten Goodiebox war ich ja sehr zufrieden. So, und jetzt schauen wir mal in die zweite rein. Und ihr hattet noch eine Frage, ob das Make-up mit diesem, das war ja so ein großes pinkes Tuch, womit man wasserfestes Make-up tatsächlich abbekommen sollte. Und ich trage an sich kein Make-up, aber ich trage wasserfestes Augen-Make-up. So kann man das sagen. Und ich hatte das Gefühl, also das war super. Das Gröbste ging auch ab, ich sag mal so 80-90%. Aber ich musste hinterher für mein Gefühl nochmal mit einem richtigen Make-up-Entferner, nochmal mit so einem Wattepad nochmal drüber gehen, um die Reste abzunehmen. So, aber das war sehr viel weniger und sehr viel weniger geschrubbelt, vor allen Dingen, weil das so weich ist. Das klappt schon super. Und ich habe gedacht, oh Gott, diese ganze schwarze Pampe hast du da in diesem wunderschönen pinken Tuch, aber das war einfach nur unter Wasser und dann war das weg. Ich bin fasziniert. Also es hat tatsächlich gut funktioniert. Und dieses Mal ist sie lila. Ich glaube, beim letzten Mal war sie ja roséfarben, ne? Und ich verlinke sie euch natürlich wieder unten in der Infobox. Und mit dem Link kriegt ihr eure erste Welcome-Box dann für 50% reduziert. Das heißt, statt 20 Euro zahlt ihr dann bummelig 10 Euro. Plus, keine Ahnung, Abel und ein Ei für Versandkosten. Eins irgendwas, keine Ahnung. So, oh, es duftet auf jeden Fall schon. Und ich kann wieder riechen. Also meiner Nase geht es besser. Das Antibiotikum hat geholfen. Vielen Dank an all eure lieben Genesungswünsche. Ach komm, mir reißt das auf, ne? Reißen! Das sieht so ein bisschen aus im ersten Moment, wie, kennt ihr das so in Hotels, wenn da eine Duschhaube drin ist? Aber ich glaube, da ist keine Duschhaube drin. Tromborg Eyeshadow. Oho. Eyeshadow. Dann schauen wir mal. Der nennt sich Passion. Oh, der ist schön. Der gefällt mir. Warte, wo geht der auf? Wo geht der auf? Da. Der ist echt schön. Rein von der Farbe her, ne? So Bronze, ein bisschen goldbraun, schimmert so ein bisschen. Ja. Oh, jetzt habe ich das gerade auf meiner Hand hier mit den Ratschern. Warte mal. Sieht gut aus. I like. Gefällt mir. Ist auch so eine neutrale Farbe. Also jetzt nicht irgendwie, stell mal vor, wir hätten so einen lila Lidschatten. Kann ja kein Mensch was mit anfangen. Also den finde ich schön. Und ihr habt auf jeden Fall 6 Full-Size-Produkte, also Originalprodukte und ein Prübchen. Was mag denn das Prübchen sein? Wahrscheinlich das hier, ne? Ach nee, ist ein Lipstick. Obwohl für einen Lippenstift ist er relativ klein. Dann wird das wahrscheinlich das Prübchen sein. Schauen wir mal, ob das eine Farbe ist. Oh, ist das die Farbe? Also wenn das die Farbe ist... Nee. Der sieht ja lustig aus. Der sieht ja lustig aus. Aber es ist leider nicht die Farbe, aber ich mag Rot-Rot. Also gerade zum Film, ich trage das ja selten, aber ich mag Rot-Rot. So, machen wir das denn? Es geht auf jeden Fall ganz einfach. Also es ist tatsächlich, seht ihr das? Ein Wisch und der ist auf jeden Fall gut pigmentiert. Nicht schlecht, Herr Specht, der ist von Tease. So, dann haben wir von Now Bay ein Conditioner. Das ist gut. Conditioner für die Haare kann man auch immer gebrauchen. Ich schraube den mal groß auf, der hat aber hier so eine Klappe. Ganz dezent. Ein dezenter Geruch, aber ich könnte gar nicht sagen, nach was. Dezent einfach. So ganz leicht parfümig, dezent. Ein Conditioner, also eine Spülung halt, ne? So, dann haben wir hier... ein Poren-Detox. Ein Serum.
Ein Pore Refining Smoothing Serum. Das klingt ja gut. Von Figs and Rouge. Aha. Also, das ist tatsächlich ein Serum. Oh, die ist noch komplett zu. Die würde ich dann erst aufmachen, weil ich benutze ja sowieso immer ein Serum. Und dann probiere ich das einfach mal. Aber so Poren verfeinert und Detox. Gefällt mir. So, dann haben wir von Avant. Eine Maske mit Rosenquarz. Eine Maske. Okay. Die ist bestimmt auch zu, ne? Ja, ist auch zu. Dann mache ich die jetzt auch nicht auf, weil ich habe noch Masken. Und ich bin da ein bisschen faul, muss ich zugeben. Also ich würde gerne öfters mal Masken machen, aber ich bin echt faul. Ich bin da echt faul. Ich weiß nicht, könnt mir ja mal schreiben, ob ihr habt, macht ihr das tatsächlich regelmäßig irgendwie so ein, zweimal die Woche, dass ihr wirklich euch einen Tag nehmt, wo ihr ein Peeling macht. Also ich wasche mich morgens, abends, da habe ich so meine Pflegeroutine, ne? Aber dass ich jetzt wirklich sage, ich mache, das wäre nur einmal die Woche, ne? Man soll ja gar nicht so oft peelen. Aber einmal die Woche ein Peeling, dann noch eine Maske drauf klatschen und so, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gebacken kriege. Muss ich mir, glaube ich, mal irgendwie echt Mühe geben. Oh, eine Mascara. Cool. Mascara benutze ich tatsächlich echt oft. Allerdings immer die wasserfesten, weil, ja, keine Ahnung, ich bin nah am Wasser gebaut, ich heul bei jeder Kleinigkeit, ich brauche bloß zwei TikTok-Videos gucken, dann fange ich schon an zu flennen. Ich brauche wasserfest. Oh, die gefällt mir vom Aussehen her. So, ob die jetzt wasserfest ist, wahrscheinlich eher nicht, ne? Meistens kriegt man keine wasserfesten. Warum ist das eigentlich so? Nein, das ist ein Serum. Das ist ein Serum, Leute. Was? Echt? Ich dachte, es wäre eine Mascara. Das ist aber schwarz. Aber hier steht, dass das ein Serum ist. Hier steht Extreme Lash Effect Volumizing Mascara. Und dann steht hier hinten drauf, verwenden Sie das Serum zweimal morgens auf die ungeschminkten Wimpern. Okay. Also es ist wohl so zwei in einem, hä? Eine Mascara und gleichzeitig ein Serum? Das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht, dass es das gibt. Also ich kenne Seren, aber die sind immer durchsichtig, aber ich habe mir hier jetzt gerade was Schwarzes hingeschmiert. Also das ist definitiv farbig. Cool. Oh, wenn das funktioniert. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten. Ja, siehste, ich rede gerade noch von Peeling. Hoppala. Und das ist ein Body Peeling. Und da bin ich ja noch viel fauler. Ich bin ja, was meinen Körper angeht, noch viel fauler als bei meinem Gesicht. Dabei, ich meine, ich habe ja schnell, wahrscheinlich zweimal, dann habe ich diese Tube aufgebraucht. Ne? Ich brauche ja allein die Hälfte irgendwie für jedes Bein. So, und ja. Auch da mal die Frage, macht ihr das? Peelt ihr euch regelmäßig, nicht nur im Gesicht, mit Maske, sondern auch im Körper? Macht ihr regelmäßig ein Körperpeeling? Das ist übrigens von Mikura. Ist auf jeden Fall auch ein Full-Size-Produkt. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten in der Infobox. Also man hat mit dieser Box, laut Goodiebox, immer einen Mindestwert von 70 Euro raus. Und das ist halt nicht so der typische Drogeriekram, den ihr bei Rossmann oder Müller bekommt. Von daher ist das halt schon mal ein bisschen was anderes, ne? Und erinnert euch oder mich vielleicht daran, dass man vielleicht doch mal eine Gesichtsmaske machen sollte oder seinen Körper peelen. Ja, ich werde mir das hinter die Ohren schreiben. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.